Also, das ist Jan, das ist Emil, das ist Cedric, ich bin André und das ist Anna. Und wir haben diese Schul-App entwickelt. Genau, also wir sind ja jetzt am Ferienanfang und in der letzten Woche von Ferien gucken viele Schüler in der Schule mit den Lehrern Film. Das Problem ist, dass es meistens nicht funktioniert, weil es immer Probleme mit der Technik gibt. Und deswegen wollten wir den Lehrern helfen, diese Probleme zu fixen und wir wollten auch den Schülern mehr Filme schauen ermöglichen. Dazu haben wir uns einige technische Geräte ausgesucht, die oft Probleme bereiten und haben auch noch andere Funktionen geplant, die jetzt erklärt werden. Die Funktion der App ist ein Ratgeber für Lehrkräfte bei Problemen mit der Technik. Und die Schüler können bestimmen, was sie lernen wollen. Man kann sich digitale Schulbücher runterladen, die den Schulranzen leichter machen. Und ein digitales Notizbuch ermöglicht das Senden an eine Lehrkraft mit wenigen Klicks. Genau. Im Moment sind wir so weit, dass man in der App kann man sich zunächst diese Folien ansehen, wo man Tipps bekommt, wie man diese technischen Geräte zum Laufen bringt. Und wir haben auch Downloads von Schulbüchern eingebaut. Das heißt, man kann dort Schulbücher reinstellen und die Schüler können sie sich dort angucken. Und wir haben auch die Navigation optimiert und fertiggestellt. Außerdem kann man auch Notizen sich machen und verschicken. Das werden wir euch dann auch noch zeigen. Und es gibt auch noch einen Stundenplan, wo die Schüler immer gucken können, was sie gerade als nächstes haben. Genau, wir haben mit verschiedenen Dingen programmiert. Einmal mit HTML, CSS und JavaScript, um eben die Webseite zu programmieren. Und genau das Ganze haben wir mit Visual Studios programmiert. Genau, wir wollen euch jetzt auch mal unser Programm vorführen. Genau, das ist die Startseite und genau über diese vier dunkleren Felder kann man die Gebiete auswählen. Es gibt einmal einen Ratgeber, der eben für diese technischen Geräte hilft. Dann kann man sich bei dem zweiten die Schulbücher herunterladen. Beim dritten kann man Notizen machen und verschicken. Und beim vierten kann man seinen Stundenplan sehen. Genau, der Stundenplan zeigt, wie man hier sehen kann, einfach den Stundenplan und auch schön farblich hinterlegt. Und bei den Büchern kann man jetzt in dem Fall vier verschiedene Downloads machen. Wenn man einfach auf einen dieser vier Buttons drückt, dann wird automatisch das Buch heruntergeladen. Und beim Ratgeber, da kann man einfach auf den Beamer jetzt zum Beispiel drücken und kann sehen, was man in verschiedenen Situationen probieren kann. Und über die Weiter- und Zurückpfeile kann man zwischen den Anleitungen wechseln. Bei den Notizen, da muss man nur einen Absender und einen Empfänger eingeben und dann seinen Text, den man verschicken will. Und dann einfach auf Senden klicken. Da sieht man jetzt unsere erste Nachricht bzw. Notiz. Und wenn man jetzt eine zweite nimmt, dann kann man auch also dann wird die oben drüber aufgelistet. Außerdem sieht man das Datum und die Uhrzeit. Das war unser Projekt. Wir wollen auch noch unseren Mentoren Alex und Marc danken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Super cool. Auf euch habe ich natürlich noch eine Frage. Und zwar, was war ein Problem während des Prozesses, was ihr überwinden musstet? Oder seid ihr einfach komplett easy durchgeschlittert? Genau, also ein großes Problem war, dass wir eigentlich alle noch nie mit HTML und so programmiert haben. Und deswegen haben wir das jetzt alle während dem Projekt gelernt. Genau. Oh wow, okay,
Cool. Sehr schön. Ich danke euch vielmals. Holt euch noch einen großen Applaus ab. Und dann könnt ihr die Bühne gerne zu eurer Rechten oder beziehungsweise zu eurer Linken oder zu eurer Rechten verlassen. Und die nächste Gruppe kann sich schon einmal bereitstellen. Ja.